Ich hätte ja nie gedacht, dass ich hier wie so ein Jugendlicher nochmal mit 40 Jahren hier so zu einem Freizeitpark nochmal hinfahren würde, so mit Bus und Bahn. Aber es geht. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind im Europapark, das allererste Mal. Und ja, wir haben schon jede Menge andere Vlogger hier gesehen, die mit ihren Kameras hier auch dasselbe machen wie wir jetzt hier. Und ja, jetzt suchen wir uns die ersten Bahnen aus, die wir mal fahren wollen. Wir haben so überhaupt gar keinen Plan und müssen erst mal schauen, wie wir uns hier zurechtfinden. Wow, also der Park ist sehr detailreich, allerdings auch sehr überfüllt und fällt echt schwer, irgendwie von den ganzen Eindrücken, die man hier bekommt, sich zu entscheiden, wo man als erstes hingehen will. Es ist schwer, sich zu orientieren, finde ich. Es ist halt alles bunt, alles blinkt. Naja, jetzt sehen wir das Blinken jetzt vielleicht nicht so, aber es ist schon irre, irgendwie, was hier alles doch geboten wird auf sehr engstem Raum. Wir müssen erstmal schauen.
deswegen steht man hier bei der Wärme tatsächlich gerne mal eine halbe Stunde und länger an. Aber hier die Schlange ist immer in Bewegung hier mit diesem Zickzack-Zickzack-Lauf. Komplett einmal nass geworden, da hinten ist so eine riesen Welle, die kam so richtig schön groß ins Boot rein. Ja. Einmal sehen. Wow, schöne Erfrischung, so muss das halt sein. Ein schattiges Plätzchen ist immer gut und hier in einer Höhle haben wir es auch gefunden. Alles andere ist restlos, voll, jeder will im Schatten. Ja, jetzt genießen wir hier unser Eis in der Höhle. So, liebe Leute, jetzt weiß ich, was im Hansapark gebaut wird. Ich habe es hier gerade im Europapark gesehen, die Inspiration dazu. Und sag euch, da wird genauso etwas gebaut, wie hier an Animatronics und so ist. Es wird keine Achterbahn werden, dafür ist es im Eingangsbereich einfach zu laut. Von der Größe her würde das auch ungefähr passen hier, was hier so geboten wird, auf zwei Ebenen mit einem freien Fall halt oder einem Wasserfall halt runter in eine andere Etage. Das passt absolut. Ich gebe meinen Tipp jetzt neu ab. Es wird kein Hotel mehr werden.
sondern es wird so eine Animationsart wie Piraten in Batavia hier im Europapark. Prost! Welcher Freizeitpark kann schon von sich behaupten, einen eigenen DM-Markt zu haben? Das war unser Besuch hier im Europa-Park, der allererste Besuch. Wunderbar, der Park ist sehr detailreich, sehr schön und macht auf jeden Fall Spaß, kann man wirklich empfehlen, hierher zu kommen. Jetzt werden wir die Rückreise antreten mit Bus und Bahn und mal schauen, ob wir gut wieder in Freiburg im Hotel ankommen. Oh, witzig. Gerne zum Europapark sagen, denn der Park ist riesig, ist wunderschön angelegt, das muss man wirklich sagen, aber hat mich echt ein bisschen überrumpelt, sage ich jetzt mal. Es ist halt recht eng, es ist unübersichtlich erstmal, wenn man das allererste Mal da ist, sehr eng alles, tausende von Leuten, die gleichzeitig da durch die engen Gassen halt rumlaufen. Sehr detailreich ist er, aber es überfordert einen. Also mich zumindest hat es am Anfang sehr überfordert, überhaupt die Eingänge zu finden zu den Attraktionen. Eins muss ich aber wirklich sagen, was der Europapark wirklich, wirklich gut kann. Diese Warteschlangen sind zwar lang und schlängeln sich überall irgendwie nochmal durch, aber es geht recht zügig voran.
Und da kann sich jeder Freizeitpark tatsächlich eine Scheibe abschneiden. Das Ein- und Einsteigen dauert pro Bahn irgendwie gefühlte 15 bis 20 Sekunden und dann ist man durch damit. Und das ist einfach wirklich super. Da kann sich der Heidepark und auch der Hansapark echt nochmal eine Scheibe abschneiden. Oder sein Personal mal zur Schulung am besten dahin schicken. Die können es richtig, richtig gut. Ja, es war sehr, sehr voll. Viele Franzosen waren an dem Tag da. Und ja, es hat Spaß gebracht. Wir würden gerne, gerne wiederkommen. Aber man muss 2 Tage auf jeden Fall für diesen Park schon einplanen. Denn am einen Tag ist das alles überhaupt nicht zu schaffen. Und man muss sich wirklich das Abschnitt für Abschnitt irgendwie vornehmen. Ansonsten hat man keine Chance, da irgendwie diese Attraktion. Ich habe die Eingänge teilweise gar nicht gefunden. Das ist wirklich gewaltig. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit unserem Vlog hier aus Freiburg im Breisgau und dem Termin im CCI und dem Besuch im Europapark. Das haben sich die Jungs dann gewünscht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann würden wir uns sehr drüber freuen. Auch gerne einen Kommentar. Vielleicht habt ihr ja Tipps, wie wir das nächste Mal im Europapark vielleicht noch besser durchgehen sollten. Und ja, sehen wir uns zum nächsten Abenteuer wieder. Bis dann. Ciao, ciao.